Liebes, verehrtes Gericht, Was? dies ist wohl offensichtlich eine Schutzbehauptung. Er Ich möchte habe doch nicht weiter. Wie? meinen Gedankengang genau erläutert. Ihr könntet euch ein Messer besorgen. Es geht um den unmittelbaren Zeitpunkt. Ihr könntet mir ja auch anderweitig wehtun. Spekulation, bitte unterlasst dies. Gut. Hat die Also, Verteidigung noch weitere ja, Fragen? also wir haben geklärt, dass ich niemanden umbringen kann, wenn ich die nötigen Werkzeuge dazu nicht habe. Nein, da bin ich nicht bei euch. Das stimmt so nicht. Das ist nicht richtig. Bitte antwortet Inwiefern? nur auf Fragen. Ja, aber er gesagt Ja, eine ja, ja. Aussage. Ich habe Einspruch, das. der Zeuge versucht, seine vorherigen Aussagen zu revidieren. Genau. Das ist nicht richtig. Nun, wertes Gericht, ich muss in diesem Falle sagen, der Punkt, der relevant ist, ist, dass mir hier vorgeworfen wird, mit einem Zauber gedroht zu haben, den ich nicht einmal beherrsche. Eine solche Drohung ist schlichtweg absurd. Daher kann daraus auch keine Angst erwachsen. Ich beherrsche den Archosphero nicht. Entsprechend kann ich ihn auch nicht anwenden. Keine weiteren Fragen an den Zeugen. Jalan, habt ihr weitere Fragen an den Zeugen? Nein, die Verteidigung ruht. Verzeiht, hohes Gericht. Corena, erhebt sich noch einmal. Mir sind, nachdem ich nun verschiedene Zeugen gehört habe und ich mir meine eigenen Gedanken gemacht habe, möchte ich einen eigenen Befangenheitsantrag gegen mich stellen, dass ich Abel Mir Jamorenes, den Adeptus Major, verurteilen kann, da er zum einen meine Mutter in Elburum getötet hat und zum anderen viele weitere Zeugen von mehr oder weniger höherem Range. Ich glaube nicht, dass ich mich trotz meiner Ausbildung und trotz meines Standes als Spektabilität dafür ausreichend bewandert fühle, in solche rechtskundigen Dingen zu agieren. Daher möchte ich doch auf Jahr und Tag zumindest das Gildentribunal gegen Abel Mirja Morenes aussetzen und ihn in Richtung Punin überweisen, wenn Jahr und Tag abgelaufen ist. Zudem würde ich trotz dessen eine Disliberatio verhängen, da ich ihn nicht ganz sicher gehen kann, inwiefern er nun Wesenheit aus Feuer beschworen oder herbeigerufen hat. Von dem Argelionsrecht möchte ich allerdings keinen Gebrauch machen. Stimmt der Rest des Gildentribunals mit euch überein über das Verhängen der Disliberatio? Ja, der Gaukler, schaut nur wohl in Richtung von den anderen und die nicken. Ich schaue Sehr mal Abel wohl. hier an, ob der irgendwelche Gestik hat. Würde als nächstes gerne unsere Verteidigerin. Möchte Abel mir vielleicht dazu was sagen? Ach so, sorry, sorry. Nein. Es ist richtig. Gut, ich wollte doch was sagen. Entschuldigt diesen Fauxpas. Es ist richtig, dass ich die Satrapa Mirisa zusammen mit meinem Gefährten ausgeschaltet habe. Dies geschah allerdings aus gutem Grund, da sie eine Paktiererin war. Das steht Verzeiht hier mir nicht das. zur Debatte, Adeptus. Das ist mir bekannt. Darum geht es nicht. Ich bin auch sehr froh, dass sie gestorben ist. Trotzdem bin ich befangen. Deswegen möchte ich das ganz gerne aussetzen. Gerne. Ich danke euch auch. In diesem Fall akzeptiert die Verteidigung. Es wird im Gerichtsprotokoll vermerkt, dass der Prozess in den magischen Angelegenheiten gegen den Angeklagten Adeptus Jamorinis vertagt wird. Noch heute wird ein Schreiben an die Akademie von Punin als Oberhaupt der Grauen Gilde des Geistes erlassen, dass ein derartiger Prozess in die Wege geleitet werden soll und die Einladung an den Angeklagten Adeptus Jamorenes erfolgen soll. Als nächstes würde ich gerne unsere Verteidigerin in den Zeugenstand rufen. Ich hätte nur ein, zwei Ich rechtliche möchte Woltax Fragen. mal einen Bist du dir sicher Blick zuwerfen. Ja. Entschuldigung. Dann zucke ich mit den Schultern und tritt mal weiter. Ich glaube, es sollte noch ein weiterer Zeuge gerufen werden. Ja.
Ich würde unsere Verteidigerin mal angucken. Ja. Nun, also, zunächst einmal hätte ich ein, zwei Fragen rechtlicher Natur. Würde ich gerne noch über ein, zwei Fragen vertraglicher Natur sprechen. Na, fangen wir mit den vertraglichen Fragen an. Jener Vertrag, der geschlossen worden ist zwischen den Kolmen von El Burum und diesen Kindern, ist dieser Vertrag entsprechend der gültigen und geltenden angewandten Rechtslagen vor Fex üblich? Vor Fex nicht, nein. Es ist sehr unüblich, einen schriftlichen Vertrag mit Kindern auszuarbeiten. Wenn Ihnen allerdings dieser Vertrag vorgelesen worden ist und er somit auch mündlich existiert, dann kann es sein, dass er Gültigkeit besitzt. Nun gut. Zum Zweiten umfasst das Betreiben eines Bankhauses bzw. einer Spielhölle das Handeln und Vertreiben von Gold. Frage, Relevanz? Ist es. Du musst Einspruch rufen. Kein Einspruch, keiner der Beklagten betreibt eine Spielhölle. Gegen Anspruch. Die Natur dieses Gebäudes ist für die Hergang und der Tat unwiederbringlich wichtig. Haben Sie Beweise für diese Spielhöllenbehauptung? Und ich versucht, meinen werter Kamerad hier gerade zu besorgen. Nicht, wenn er eure... So, hey! Von euch du bist bezahlte nicht dran, Anwältin Freundchen. Wollt ihr wohl nicht so einen Ton in meinem Gerichtssaal zutage leihen? Möchtet ihr dies nochmal wiederholen, ja. Guter Mann? Schaut doch mal. Er redet euch die ganze Zeit rein. Das habt ihr nicht zu entscheiden. Vielleicht möchtet ihr doch noch einige Tage in einer Haft verbringen, außerdem um euer Mütchen zu kühlen. Außerdem möchtet ihr das wirklich? Mich verhandelt wirklich? Der Zwerg. Voltags, Frieden. Denk an Raya. Es ist immer noch mein Gerichtssaal, auch wenn über euch mein Kollege entscheiden wird. Ja, was sagt Aurosch dazu? Ich fordere Ruhe im Saal. Der Einspruch des Anklägers wird nicht stattgegeben. Stellt die Frage neu und formuliert sie gerecht. Die Frage ist die folgende. Wird in einer Spielhölle das Handeln und Vertreiben von Gold getätigt? Einspruch. Die Zeugin wird von den Beklagten bezahlt, ist dementsprechend befangen. Es müsste eine unabhängige Zeugin. Gegenanspruch, die Frage ist allgemeingültig und hat nichts mit der Person der Ankläger zu tun. Dann ruft jemand anderen als Zeugen auf, der diese Frage beantwortet. Gut, dann rufe ich euren Vertreter, den Kajoten, euren Beisitzer auf. Ihr seid doch hier nicht auf dem Jahrmarkt! Wen wollt ihr jetzt aufrufen? Euren Vertreter. Mir ist prinzipiell. Gut, meinetwegen fragt ihn diese Frage. Ich wiederhole also die Frage gegenüber dem Vertreter. Achso, du möchtest jetzt den Preios-Geweihten in den Zeugenstand rufen? Ja, warum nicht? Das ist aber nicht der Tempelvorsteher, oder? Nee. Er scheint doch kompetent zu sein, also warum nicht? Einspruch, der Mann ist in keinem Weg besonders befähigt, diese Frage zu beantworten. Ich glaube doch wohl, dass in Rechtsfragen niemand befähigter ist als ein Preuersgewalt. Es ist keine Rechtsfrage, es ist eine Frage des Handelns. Es geht hier nicht um eine Rechtsfrage, es geht hier ausschließlich um eine Handelsfrage. Dafür ist ein Preuersgewalter nicht besonders geeignet. Ich muss der Anklage zustimmen. Habt ihr einen weiteren Zeugen, den ihr in dieser Angelegenheit befragen möchtet? Ja, die Frau von der Madabasari, die eben drin war. Die Anfrage wurde doch schon... Mich nicht befragen. Wieso konntet ihr sie nicht befragen? War eure Zunge gelähmt? Nein, ihr habt meine Zeugin ja eben nicht zugelassen. Wo ist Gericht? Das ist doch kein Jahrmarkt hier! Wir sind doch... Ich kann doch kommen und gehen, wann man will! Die Zeugin wurde also keine befragen. Weitere Zeugin. Genau, die Zeugin wurde bereits befragt. Die Verteidigung hat gesagt, dass keine weiteren Fragen gestellt werden sollen. Ende. Gut, dann möchte ich euren Vertreter, den Preiosgeweihten, trotzdem um ein, zwei rechtliche Fragen bitten. Die hatte ich ja auch noch anzuführen, da meine Zeugin ja jetzt nicht weiter funktioniert. Gut, also. Gut, bitte. Rechtliche Fragen nur. Herr Geweihter, also,
können Sie mir, denn das wird uns ja vorgeworfen, noch einmal in aller Ausführlichkeit erläutern, worum es sich bei dem Tatbestand des Raubes eigentlich handelt. Das Entfernen von Eigentum mit Androhung oder Durchsetzung von Gewalt. Kommt es zu einem schweren Raub, dann erleidet der oder diejenigen einen bleibenden Nachteil. Es kann sich dabei also auch um bleibende Schäden wie abgetrennte Gliedmaßen handeln. Oder aber, dann ist das keine schwere Körperverletzung, sondern der schwere Raub richtet sich dann nach Eigentum, das entwendet wird, und dem Gegenwert. Ferner würde ich gerne fragen, ob dämonisch verseuchtes Material als Eigentum gewertet werden kann, so es doch eigentlich nicht disphärisch ist. Oh, das ist eine harte Frage. Dämonische Materialien werden nach unserem sphärenkundigen Modell herbeibeschworen und ein Besitz kann hier nicht angegeben werden. Sie gehören niemandem, sondern können lediglich gelagert werden. Allerdings ist das Handeln damit explizit verboten, da ein Minderpakt damit einhergeht. Sehr schön, sehr schön. Nur eine letzte Frage noch, und zwar, wir sprachen ja unlängst von einem Djinn. Handelt es sich bei einem Djinn um eine Rechtsperson im eigentlichen Sinne, die auf entsprechende Gerichtsbarkeit hier Platz nehmen könnte als Zeuge oder Angeklagter? Wesen aus anderen Sphären sind vor Gericht nicht zulässig. Ebenso ist eine Beschwörung von Geistern oder auch nekromantisches Handeln vor Gericht ebenso nicht legal und wird sogar mit dem Tode bestraft. Das mag für Djinn nicht gelten, allerdings für Geister aus der vierten Sphäre schon. Hab Dank, genau das wollte ich hören. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Die Verteidigung möchte als letzten Leumundszeugen aufrufen. Seine Gnaden Scherbano Al-Fessir. Sehr wohl. Seine Gnaden, bitte tretet vor. Er ist auch nur ein Leumundszeuge, ne? Ja. Ja, der kann dann auch genau das wiedergeben, was er schon zu dir gesagt hat, dass er dich trotz eines Tadels in Gareth doch geweiht hat, weil er davon überzeugt ist, dass du rechtschaffen handelst. Immerhin wurdest du von einem Greifen erwählt. Die gehen natürlich vorher, aber mehr will ich auch nicht von ihm. Hat die Anklage denn noch Fragen an ihn? Die Aussage, er wurde von einem Greifen erwählt, könnt ihr die genauer erläutern? Wir haben mit einer höheren Seelenprüfung nicht nur seine Seele getestet, sondern sind dabei auch auf Fragmente gestoßen, der Seele dieses Greifen, der sich dabei opferte und in Licht aufging. Es handelt sich dabei nicht um irgendein Greifen, sondern den Fürsten. Vielen Dank. Ich hörte, es gibt noch weitere Zeugen. Aber Avian der Falkenflug kann natürlich auch noch einmal berufen werden als Leumundszeugen, kann dann natürlich auch noch mal gegen den Vorgang mit dem Jona berichten. Und sie war auch anwesend, also vor Ort, hat er auch nur zugesehen und ist da nicht ganz so begeistert von euch, aber ja, da sie selbst nicht in anwesend war, wird sie halt genau das wiedergeben, was eben auch Kiaras oder Isarun eben berichten könnten. Gut, Sachbeweise haben wir uns alle schon vorliegen gehabt. Wenn die, ja, wird die Links noch geliefert, die Isarun angefordert hat? Die Richterin natürlich mal nicht angefordert hat? Ja, also ihr könnt dann wahrscheinlich noch eine weitere kurze Pause machen von, weiß ich nicht, nochmal eine Stunde, dass ihr dann nochmal euch erfrischen könnt und dann habt ihr auch die nötigen Sachbeweise, die dann vorlegen, dass ihr Archentöter seid. Rechtliche Kniffe haben. Isha hat noch vergessen. Ja, Isha kann natürlich auch nochmal das gleiche eben aussagen. Die war ja auch mit dabei, ebenso wie Aviander. Also nicht nur eine Leumundszeugin, sondern vielmehr eine Entlastungszeugin, beziehungsweise sie gibt eben auch das wieder. Lächelt dich dabei immer sehr verschmitzt an. Ich glaube, wir haben auch genug Beweispunkte dann für euch gesammelt. Dadurch, dass die Zeugen von dir dann mit der Doppel-1 weggekrittert worden sind, ist das natürlich nicht ganz so einfach. Reiners Wolfman, Junge. Rechtliche Kniffe, Plädoyer, Bestechung, Anzeige, Anklage, Prozess.
Ja. Serie. Mach ich das oder bei dir? Jeder für sich eins, würde ich sagen, oder? Eine flammende Rede des Anklägers oder des Verteidigers bzw. des Angeklagten. Überzeugenprobe erbringen, THP-Sternchen, halbe Beweispunkte. Also ich bin für Jalan. Als Plädoyant. Also ich denke anhören. Schon, dass das halt individuell gemacht werden sollte. Jeder für sich, das Plädoyer. Wie gesagt, dein magisches Verfehlen wird ausgesetzt in Richtung Puni. Das werden wir noch ein weiteres Mal dann thematisieren, ob du da Dämonen herbeigerufen hast oder Djinne und ob das rechtens war oder nicht. Aber die Disliboratio steht. Trotzdem wirst du jetzt profan dann auch freigesprochen. Trotzdem brauchen wir ein Plädoyer von Abelmir. Fängt er an? Okay. Was soll ich zu anfangen? Ja. Hohes Gericht. Es ist nun zweifellos nachgewiesen, dass wir im Sinne der Zwölfe handelten, indem wir dieses dämonenverseuchte Casino dem gerechten Zorn der Flammen übergeben haben. Diese Gräume, diese Falscher, sind nicht nur Kollaborateure, nein, sie sind schlimmer. Sie bereichern sich an den Leiden der aranischen Bevölkerung, pressen sie aus und haben dann die Frechheit, hier aufzutreten als Opfer. Ich fordere das Gericht auf, Recht zu sprechen. Recht muss sein, was Gerechtigkeit ist. Und soll ich setzen. Väterchen Richter, es ist ja bekannt, wir haben seit nunmehr 5000 Jahren Probleme mit den Grollen, die häufiger blutig gelöst werden. Wir wissen, ihre Habgier ist fast drachengleich und nicht umsonst ist es ja so, dass wir denken, dass es wohl mal Zwerge waren, die irgendwann zu tief in Sumu hineingegraben haben, um sie ihrer Schätze zu berauben. Angrosch hat sie verflucht. Aber gut, die Bestätigung, dass das vorhandene Gold verflucht sei, dass dort blutiges Erz zu finden ist, das ist ja hinlänglich geklärt. Meine Aufgabe als Geode ist es, die elementare Reinheit, das elementare Gleichgewicht zu wahren. Und bei einem Keller randvoll mit Geld, mit Gold, ist so etwas natürlich besonders schwierig, wenn viel Erz davon verunreinigt ist. Deshalb war es immer das Ziel, dieses verdorbene Erz zu reinigen und zu läutern und der Mutter Sumu zurückzuführen. Gräume selbst, nun, sie sollten keinen Schaden erleiden. Nachdem passiert ist, was passiert ist, und wir unsere lauteren und läuteren Methoden und Mittel dargelegt haben und entkräftet haben, dass diese gräumische, abstrakte Verschwörung, würde ich sie fast nennen, gegen uns, gegen mich, nichtig ist, bitte ich euch, sprecht recht, sprecht mich in all diesen Belangen frei. Moment, ich bin noch nicht fertig. Es kann, wie wir gehört haben, kein Raub sein, wenn es kein Entfernen von Eigentum gibt, denn etwas, was verderbt ist, kann niemals Besitz sein. Eine Übergabe an einen mächtigen Elementar. Das ist das Einzige, das Wahre, was hätte sein müssen, was hätte sein dürfen, dass diese unsägliche Tragödie passiert ist, dass das Feuer ausgebrochen ist, war nie Intention. Daher meine Bitte. Hohes Gericht, euer Ehrenbeisitzer, liebe Zuschauer. Die Vorwürfe gegen uns und im Laufe dieser Verhandlungen vollständig und gänzlich entkräftet. Und unser Heldenmund und guter Leumund hinlänglich bewiesen. Einmal mehr sind es diejenigen, die sich unter dem Deckmantel der Dämonenbündelei, des Chaos in diesen verlassenen Landen, bereichern und beschützen wollen, die uns jetzt hier,
die uns jetzt hier an die Haut wollen. Und es ist eine noch weitere Dreistigkeit, dass nun die guten Sitten und die gute, preisgefällige Ordnung Zorgans bemüht wird, um sich hier aus dieser Sache herauswinden zu wollen. Das Gericht wird selbstverständlich durch diese Schande hindurchsehen, die einzig richtige Entscheidung treffen, nämlich uns freizusprechen. So will es der Herr Preis und so wird es geschehen. Die Verteidigung ruht. So, ich denke, dann bin ich dran. Auch wenn ich jetzt hier als Letzter dran bin, das ist ja auch nicht schlimm. Und zwar würde ich nochmal auf die guten Herren und Damen, die hier vor mir platziert sind, eingehen. Beginnen wir doch mit dem Magier, der uns gerade noch vollmundig versprach, dass man das, wie er es nannte, Casino dem gerechten Zorn der Flammen übergibt. Wo man sich doch fragt, was das für eine Aussage ist, das klingt doch gar nach Absicht. Und auch hier heute wird nicht erläutert, wie sein magisches Wesen sich enttarnt hat oder was auch immer es getan hat. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Aber ich hoffe, dass dieser Satz vermerkt wird für die Zukunft, dass er es an den gerechten Zorn der Flamme übergeben wollte. Ja, nur damit so etwas nicht in Vergessenheit gerät. Als nächstes haben wir unseren guten Herrn Zwerg. Er versucht hier darzulegen, dass er das dämonische Gold reinigen möchte, wie er sagt. Und dass es wohl kein Raub sei, nur weil sie aufgehalten wurden, bevor sie ihr Plündergut hier vortragen konnten. Nur weil sie von gerechten Damen und Herren mit einer Übermacht von Speeren davon abgehalten wurden, weiter zu plündern. Und das Feuer sei wohl keine Absicht, auch wenn Herr Morenis sagt, dass es wohl der gerechte Zorn sei. Naja. Über den Eichenkapitän, Paktira Behauser. Einspruch! Werdet ihr wohl nicht das Plädoyer unterbrechen? Setzt euch hin! Ich gehe gerne auf Ihren Einspruch trotzdem ein. Ein Mitglied Ihres Schiffes war offensichtlich, wie in diesem Prozess festgestellt, ein Paktierer. Dementsprechend, als ihr sein Kapitän seid, ihr dessen Behauser, muss ich nicht viele Worte verlieren. Er geht offensiv vor, handelt ohne nachzudenken, glaubt, er wär Richter, Henker auf einmal. Er gibt die Leute nicht dem Recht Praios, nein, nur seine eigene Stimme zählt. Und ich denke, wir alle wissen, was das bedeutet in einem Praios-Geweihten, dass wir einen weiteren verloren haben. Ich hoffe, dass hier heute Recht gesprochen wird, dass hier heute nicht vergessen wird, dass auch Gräume Rechte haben, dass auch wir Kinder von Zar sind, dass auch wir verteidigt werden müssen. Auch wenn wir nicht die Größten und auch nicht die Stärksten sind, haben auch wir unsere Rechte verdient. Und es ist, kann nicht angehen, dass nur weil man Heldentaten begeht, dass man durch die Städte zieht und plündernd irgendwelche Waisenhäuser anzündet, nur weil einem gerade die Lust danach steht. Wenn das nämlich das Verhalten ist, das hier bewiesen wird, das würde mich sehr besorgen. Vielen Dank. Der Gorn würde zurück zu seinem Stuhl watscheln und sich wieder draufsetzen. Wenn dem nichts weiter hinzuzufügen ist, wird das hohe Gericht seinen Entschluss verkünden. Möchte mein Kollege von den Brillantzwergen anfangen? Aber natürlich. Erhebt mich, trete vor und winke Boldax zu mir. Ja, ich würde dann zu ihm kommen. Ich lege dir eine schwere Hand auf die Schulter. Jüngelchen, für deinen Mut heute und deine Aufrichtigkeit möchte ich dir ehrliches Lob zusprechen. Dennoch bin ich über die Tat hergegangen und über deine Taten zutiefst enttäuscht. Ich erwarte von einem Bruder etwas Besseres. So muss ich schweren Herzens dich verurteilen. Zum Ausschluss aus der Xorlerscher Bierbrauergilde, dem Ausschluss der Pilzsucher- und Begutachtergilde und zu einer Pilgerreise in sehr naher Zeit in den nächsten 50 Götterläufen zu der heiligen Halle von Angrusch für einen Auffrischer der Lehren über das Feuer. Natürlich. Das ist eine harte Strafe, gerade die Pilzsüchter.
Aber gut, ich trage sie wie ein Zwerg. Hab Dank für eure Weisheit. Lerne daraus, das Ding nicht. Ich nicke nochmal. Hab so ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen. Und setze mich wieder an meinen Platz. Die Gerichtsbarkeit der Zwerge hat über den Angeklagten Boltags gesprochen. Kommen wir nun zum Urteil über die Angeklagten Adeptus Abelmir Jamorenis und Euer Gnaden Ukurian von Zorgan. Im Laufe des Prozesses habt ihr mehr als deutlich gemacht, auch mit Unterstützung der von euch aufgerufenen Zeugen, dass ihr aus Ignoranz und Übermut so gehandelt habt, wie ihr es getan habt. Aus rechtlicher Sicht wurden die Vorwürfe ausgeräumt. Jedoch wurde klar, dass durch euer übersteigertes Ego und eure mangelnde Demut und euer mangelndes Göttervertrauen Schäden entstanden sind, sowohl an Leib und Leben, wie auch an Gegenständen. Aus diesem Grund sieht das Hohe Gericht von Zorgan von einer Bestrafung im Sinne des aranischen Rechtes ab, bis auf die Tatsache, dass ihr, um euren Namen reinzuwaschen, eine Queste auferlegt bekommt. Ihr werdet eine Götterqueste bekommen, um euren Namen reinzuwaschen und eure Seelen hoffentlich zu läutern. Wenn ihr nun gerne Dinge anzündet, um dadurch gegen den Widersacher des Herrn Fex zu kämpfen, sollt ihr binnen Jahresfrist das Goldene Haus in Mendena einreißen, um eure Unschuld vor den Göttern und der Kirche zweifelsfrei zu beweisen. Ihr habt ein Jahr und einen Tag, um Xeran zu stürzen oder bei dem Versuch zu fallen. Sind die Götter mit euch, so helfen sie euch. Das Gericht hat gesprochen.